Hey Leute, Bade hier und willkommen zu einer weiteren Folge vom Bloons Tower Defense Battle 2. Im Video heute machen wir noch ein letztes Mal das Zufalls-4-Event, denn wir brauchen noch im Grunde zwei vernünftige Partien und dann sind wir hier durch und kriegen eine goldene Truhe. Und ich habe nur noch einen Tag Zeit dafür, deswegen habe ich gestern Abend für 2 Stunden nochmal mich hingesessen oder so und habe da ein bisschen geballert. Das will ich durchziehen, danach mache ich nie wieder das Zufalls-4-Event hier in diesem Spiel. Und ich habe auch überlegt, wie kann ich dieses Spiel sehenswert und spannend machen, weil diese ganzen großen Einheiten hat man ja größtenteils gesehen. Es fehlen noch ein paar, wo ich sage, das wäre noch sehenswert, zum Beispiel Anti-Bluen würde ich gerne noch zeigen, Legende der Nacht würde ich gerne noch zeigen. Gut, man könnte noch reinwerfen, Fliegende Festung würde ich auch noch ganz gerne zeigen. Aber generell, wie kann man wie es diesem Spiel sehenswert machen? Und da ist mir die Idee gekommen, und zwar das Format Schlag den Bardor. Ich werde in den nächsten Wochen, Tagen auf Twitter mal bekannt geben, ey Leute, jetzt spiele ich für eine Stunde gegen euch, poste einen Code, ihr kommt in die Partie rein und wir schwitzen richtig und versuchen zu gewinnen und wir gucken einfach mal, wie viele Zuschauer ich besiegen kann. Ich denke, das mache ich dann nicht nur auf Twitter, sondern auch in der YouTube-Story. Es gibt ja Stories bei YouTube, die kann man das ja auch einfach locker reinhauen. Und ich denke, das wäre eine sehr sehenswerte Idee, weil für alles andere müsste ich auch hier nochmal grinden und ich sage es ganz ehrlich, um hier nochmal auf Blind Dungeons zu kommen, die Zeit ist für mich einfach Zeitverschwendung. Für mich wäre es einfach Zeitverschwendung, jetzt nochmal 3 Stunden, 4 Stunden zu spielen, um wieder hinzukommen, nur um einen Monat wieder zurückgeworfen zu werden. Schlag den Bardor ist doch eigentlich eine gute Idee. Schreibt mal dazu gerne eure Meinung in die Kommentare. Und jetzt machen wir noch eben 2 Siege, 1 Sieg. Wir brauchen +8. Gegner waren Halle der Legenden. Wenn ich mich nicht vergucke. Ja, super. Ja, super. Ist doch so. Ist doch der Banner für Halle der Legenden. Flieger kommt so oft in dieser Challenge. Ich glaube, die haben absichtlich hier Affen reingepackt, die wenig gespielt wurden. Das ist eine Map, die ich nicht gut beherrsche. Das ist ein Gegner, der besser ist, aber es macht nichts. Wir brauchen hier nur +8. Deswegen habe ich mich auch dahin gespielt. Ich weiß nicht, was der beste Opening Play ist mit dem, was wir hier zur Verfügung haben. Ich würde aber sagen, Flieger. Ja, jetzt habe ich einfach 5 Jahre gepennt. Aber Flieger ist, glaube ich, die bessere Möglichkeit fürs frühe Game. Weil wir haben erstes Blut gekriegt. Sehr gut. Das heißt, wir kriegen schon mal einen extra Stern. Wenn du kein Leben verlierst, gibt es einen extra Stern. Und wenn du als erstes Schaden machst, gibt es einen extra Stern. Der wird mich wahrscheinlich besiegen, wenn der Handel der Legenden Spieler ist. Aber zumindest das nehmen wir schon mal. Das kann uns keiner nehmen. Denn einen extra Stern haben wir schon mal. Safe. Position eigentlich scheiße, weil ich kann rechts nicht angreifen. Macht nichts. Das machen wir noch hier so. Die Ananas und so. Und gleich noch Bomberass. Er ist gerade gut am Leben tanken. Da kommt immer mal ein bisschen was durch. Machen jetzt hier einen Schwung an Gelben. Ich mach mal Bomberass direkt, dass wir direkt die Safety haben. Da sollten ein paar durchkommen. Ja, zumindest genug, um ein bisschen Angst zu machen. Ja. Könnten wir sogar gewinnen. Die meisten Partien hier enden ja sowieso in Runde 12, weil die meisten Leute keine Ahnung haben, wie sie verteidigen müssen mit dem Handicap. Ich denke aber, so wie wir das machen, kriegen wir auch Runde 11 verteidigt. Runde 12 verteidigt. Relativ alternativlos am besten sogar. Machen wir noch da. Oh, ich habe nichts geschickt jetzt ein bisschen. Egal, so. Klar, Druide ist auch gut. Aber was macht der denn gleich in Runde 12 gegen Unsichtbare? Affendorf raus wahrscheinlich. Ja, und das Affendorf raus. Ja gut, fair. Fair. Ist wahrscheinlich sogar langfristig klüger, weil dann kannst du das Affendorf ja auch unten skillen, dass du dann die Eco damit boostest. Ja, das macht schon Sinn. Das Ding ist aber, ich kann ja auch in Runde 11 einen Push starten ohne Unsichtbare. Einfach mit Lilanen. Und die sollten, glaube ich, durchkommen. Ich weiß, in Runde 11 einen lila pushen und ich glaube, der rennt durch. Weil er rechnet nur mit Runde 12, aber nicht mit Runde 11. Das sollte ihn theoretisch auf den falschen Fuß erwischen. Weil die sind ja auch magieresistent. Er hat ein paar Magieangriffe so gesehen. Das sollte kicken. Ist jetzt sehr all-in. Wenn das jetzt nicht klappt, verliere ich wahrscheinlich. Aber manchmal im Leben muss man auch all-in-Dinge versuchen. Weil er ekot hier weit. Gut, er ekot langsam. Aber als Halle-Legendenspieler wird er es bestimmt abgewehrt kriegen. Egal, wir machen trotzdem so. Mal gucken, check das. Oder überrennen wir ihn. Weil er hat mit Runde 12 gerechnet, safe. Nope. Halle-Legenden wurde überrannt. Die meisten Spieler gehen halt nur auf Runde 12. Deswegen ist es für ihn wahrscheinlich komplett überraschend gewesen. Aber sehr, sehr geil. Ein Halle der Legenden-Spieler besiegt. Ja, leider haben wir im Leben verloren, deswegen gibt es nur +4. Aber überhaupt +4 ist sehr gut. Das war ein Halle der Legenden-Spieler. Gut zu wissen, dass man so einen Gegner auch besiegen kann bei sowas. Nice, Ehre. Gut, noch so eine Partie und wir hätten es schon. Gespeedrunnt. Und je nachdem, was jetzt kommt, Gegner, jetzt ist ein Anfänger. Die Sternmap. 5, 4, ach du Wiesel. Die Map ist in Ordnung, ich nehme die dann. Also ich würde die jetzt nochmal aus Disrespect nochmal wechseln, weil er halt die neue Map weggeballert.
aber da sind ganz oft immer dieselben Affen drin. Und ich glaube, das sind wirklich die Affen, die am wenigsten gespielt werden. Ich glaube, die wurden da häufiger reingebracht. Aber ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit, irgendeinen Affen zu kriegen da, ist nicht überall gleich hoch. Bei manchen ist sie dann wahrscheinlich bei 30%, bei denen, die häufig gespielt werden, bei 10% oder sowas. Kann ich mir schon gut vorstellen. Mörseaffe, Klebstoffaffe, Eisaffe. Ja, falsche Schütze. Alchemist. Ninja? Mörseaffe. Okay. Alchemist soll inzwischen übrigens besser sein. Es soll wohl eine Metataktik aktuell sein, Alchemist und Ninja zu spielen. Das soll wohl sehr gut sein. Müsste sich mal tatsächlich mir angucken und vorstellen. Wobei, Nevermind, der weiß nicht, wie er platzieren muss. Furchtbares Placement von falschen Schützen. Für die Zeit, dann in Runde 7 schicken wir dann gleich die gelbe. Ich eco jetzt ganz normal. Wie ein ganz normaler Spieler macht. Boost. Verloren. Ich bin der Trottel. Aber warum ist... Okay, wurde der Fallschütze nochmal genervt mit einem Update? Ich hab's nicht durchgelesen. Aber normal hat es doch locker gereicht, oder? Sonst kriegst du plus 0, wenn du verlierst und nicht First Blood machst. Oh, das ist natürlich hart. Bumerang-Affe, Fallschütze. LOL, kam sogar wirklich. Bumerang-Affe. Ah! Kriegt er es kaputt? Ein Schiff mehr, aber ich habe vorhin Handelsimperium draus gehabt. Ist das... Was mache ich hier eigentlich? Ja, er macht nämlich auch... Ich habe mich nämlich auch gefragt, was zum Teufel mache ich hier? Wobei das, was er jetzt macht, ist gar nicht so gut, weil ich kann nur einfach hier den machen. Immer... Okay, ist er so teuer? Weggreifen, so. Und was ist denn, wenn ich jetzt im Gegenzug mit sowas mache? Ja, komm, wir gehen auf den Kill. Wir haben noch einen Boost, aber jetzt mit den... Ah, ist gar nicht so dumm, ehrlich gesagt. Ist nämlich schneller als das von mir. Aber den kann ich doch greifen, oder? Ja, den kann ich greifen. Gut. Gut, packen wir weg. Sehr gut. Machen wir mal so, machen wir selber einen Boost. Kriegt er nicht kaputt. Ganz ehrlich, kriegt er nicht kaputt. Die Zombies haben jetzt so einen Vorsprung. Das Einzige, was ich killen kann, ist wahrscheinlich, wenn Default irgendwie was durchkommt. Ich hab verloren! Boah! No! No, ich war so auf seinem Bildschirm konzentriert und hab gewartet. Nein! Wir hatten's hier! Ich hab jetzt einfach auf den Sieg gewartet und dann kommst du. Oder hat er was geschickt? Deswegen werde ich den Boomerang-Affen auch gleich verkaufen. Nach Runde 7, weil der bringt uns dann gar nichts. Wobei, du kannst Tarnungen entfernen. Das geht ja. Mit der Mitte. Wäre das eine gute Kombination? Es wäre eine Kombination. Ich weiß nicht, ob die gut wäre. Na gut, passt. Alles gut. Wir haben den Dicken schon mal draußen. Wir müssen nur gewinnen. Ich habe mir jetzt durch die letzten zwei Spiele ein paar Komplexe antrainiert, dass ich nicht gewinnen kann. Aber ich kann gewinnen, locker. Ich denke, in Stufe 4 Blunjitsu sollte eigentlich gut genug sein, um das zu schaffen, was der Boomerang-Affe hier auf Stufe 3 schafft, oder? Weil den haben wir ja auch kaum geskippt. Ich guck einfach mal. Also, der sollte schon gut genug sein. Ich weiß, der ist nicht so gut, wie man denkt, aber der sollte gut genug sein dafür. Wir machen jetzt noch einen zweiten. Er hingegen hat noch nichts gegen Runde 12 rausgehauen. Das ist ein Gut, ist ein Win für mich. Es sei denn, er checkt's gleich und switcht auch noch um. Ich ego gar nicht mehr. Wozu? Das wird nicht weitergehen in Runde 12, die Partie. Und dann geht's halt nur noch im Grunde darum, schaffe ich das zu gewinnen oder schafft er es zu gewinnen? Er hat aber nichts rausgehauen für Runde 12. Also ist jetzt auch zu spät, ehrlich gesagt. Der müsste sich ja schon langsam was... Er schickt Lila Null. Das könnte wiederum spannend sein. Nochmal Boost. Ne, okay. Hat er nicht geschafft. So. Dann RIP my guy. Sehr gut. Das ist es. Gut. Dann öffnen wir jetzt gleich die goldene Kiste. Funktioniert. Sehr gut. Die Niederlagen haben ein bisschen wehgetan. Er denkt sich jetzt, oh, ich hätte was gegen Unsichtbare machen müssen. Ja, hätte es machen müssen. Aber egal. Gut. Und das ist jetzt übrigens anscheinend mehrmals im Monat, dieses Event. Je nach ist jetzt nochmal, aber ich mach's nicht. Also, hier sehen wir ja. In einem Tag startet das nächste Zufallsfee-Event. Wenn es da nicht als Belohnung gibt, dass du DJ Benjamin gratis kriegst, mache ich da nicht mit. Sehe ich nicht im Sinn. Aber gut, hier die Kiste. Dankeschön. Da gibt 1900. 1500. Ist ein bisschen wack. 1500. 1500. 1500. 1500. 3600. Irgendwas Multiplikator. 5000 Erfahrung. 5000 Erfahrung ist nice. Aber 1500. Was ist das denn? Das ist 10% vom Level. Aber gut, wir könnten fliegende Festungen schon mal. Komm, wir machen es mal. Fliegende Festung.
Zack. Hier habe ich nicht mal Stufe 3 freigespielt. Ja gut, das wird nur ein Spaß. Aber gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns aber bis zum nächsten Mal. Nächste Video hierzu ist dann wahrscheinlich Schlag den Bardor. Mal sehen. Und dann sehen wir uns dann aber. Bis dahin, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin und ciao.